Vorsicht! Schaut es euch an, er hat ja einen Helikopter gelandet und ihn nicht gekutschert. Ein paar Sekunden später. Das war gefährlich. Die Cams sind nicht synchron, weil es an dem Versatz von dem Rust-Server liegt. Damit viel Spaß bei diesem Highlight-Video. Küsschen aufs Nüsschen, meine Dodo-Jesus-Anhänger. Ich bin tagsüber Franzose und nachts Russe. Ich schwenke in der Zeit meinen Stock für sie und meinen brennenden Stock auch noch. Und mit meinem brennenden Stock meine ich natürlich nicht meine Fackel, sondern tatsächlich meinen Schlöng. Ja, stellen Sie sich doch gerne mal vor, wer Sie sind. Ich darf mich vorstellen, mein Name ist Florian. Wir sind der Kult des ewiglichen Dodo-Jesus des Vergangenen. Für unsere Sünden ausgestorben, doch nicht tot zu kriegen, ewiglich da, also verweile und raste, werde eins für immer dem Raste zum Trotze. Ich bin überzeugt, ich bin dabei. Ich bin etwas irritiert, dieses Spiel hindert mich daran, meinen Penis zu sehen, obwohl ich nicht dick bin. Ich kann ihn auch nicht sehen. Vielleicht ist er einfach sehr klein. Mon Dieu. Außerhalb des Autos sehe ich meinen Schlöng. Ist sehr groß. Lieber Sie haben gelogen, er ist gar nicht so klein. Oh, beschreiben Sie ihn. Er ist prächtig. Er ist prächtig. Prächtig und gerade. Ich bin vollkommen. Du bist noch nackt unter der Weste auf jeden Fall. Ist die Frage, ob wir dir noch was anderes geben? No. Die Nippel gucken so ein bisschen raus, aber das ist okay. Ja, es ist tatsächlich ein sehr liberales Land. Da bin ich auch sehr froh. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Florian. Wir sind der Kult des ewiglichen Dodo Jesus, dem Vergangenen. Für unsere Sünden ausgestorben, doch nicht tot zu kriegen, ewiglich da, also verweile und raste, werde eins für immer dem Roste zum Trotze. Ich habe herausgefunden, durch einen Fiebertraum verursacht durch, nun ja, man könnte sagen religiöse Gefüge, man könnte auch sagen Unmengen von Drogen, dass in nur 7/10 einer Dekade an Tagen die Welt, so wie wir sie kennen, enden wird. Für nur 150 Scrap kann ich sie taufen und ihr Seeleneil können sie damit sichern. Kann retten? Seele? Warten bitte. Bitte retten, Grigori. Oh, das ist ja gut. Ich muss kurz drei Runden um sie herumlaufen, mich kurz an ihnen reiben, sie bespritzen, mit meiner Wasserpistole versteht sich, und dann ist ihre Seele gerettet. Ich spiele dabei sein Lied. Amen. Ich fühle gereinigt. Oder? Ist super. Ja, ist ja hat sich gelohnt. Sie werden auf jeden Fall das große Weltenende überleben. Wir werden mehr Wasser brauchen. Ich hole noch ein bisschen Wasser. Ich glaube, das läuft ganz gut mit dem Taufen. Ich habe 5000 Liter dabei. Easy, Alter. Kannst du mal kurz den Kanister taufen lassen? 5000 Liter? Sie spinnen ein bisschen. Wen will der hier alles taufen? Gib ihm den Kanister, er muss getauft werden. Wir könnten das in deinen Pool tun und die Leute einfach baden lassen. Olli, nimm doch einfach den Tanklaster mit. In meinen Pool? Lol. Ja, kann man machen. Ja. Wir könnten den Tanklaster taufen. Amen. Euer Seelenheil ist in Gefahr. Hört unserem Lord und Retter zu. Blärt, Matroschka, warum hast du ein Kerze auf Kopf? Blärt. Guck doch mal, ich bin ein Fisch, siehst du das nicht? Los? Meine Schuhe, alles. Ja, Olli, Entschuldigung, wer sind Sie eigentlich? Ah, gut, dass du fragst, ist überhaupt kein Problem. Ich darf mich kurz vor. Was ist mit deinem Pferd? Hat sich nicht unter Kontrolle oder was, du Eimermann? Wer bist du denn? Kein Problem, ich darf mich kurz Ihnen vorstellen. Wir sind der Kult des ewiglichen Dodo-Jesus, dem Vergangenen. Für unsere Sünden ausgestorben, doch nicht tot zurückgelegen. Ewiglich da, also verweile und raste. Werde eins für immer dem Roste zum Trotze. Hallo, was wird hier gerade aufbeschworen? Welcher Satan? Aus meinem Gebiet oder ich bring dich um! Wichser. Du bist hier falsch mit deinem kirchlichen Gelaber! Doch. Ist das, was man Mexican Stand-Off nennt? Und mein jetzt Beef machen zu müssen mit irgendwelchen kirchlichen Gelaber? Da sehe ich mich gar nicht! Was ist los hier, Zucker, Bliad, Pikachu? Was hat für ein Problem? Ich weiß nicht, sie möchte sich anhören, was der große Dodo-Jesus zu sagen Leute, hat. Eddie, ich bezahle dich dafür, dass du den wegbringst. Eddie ist getauft. Ja, du hast sowieso noch eine Rechnung bei mir offen, Madame Braut. Ja, du kriegst das Doppelte. Aber wird kein umgelegt, ja? Also, wenn, dann geht bitte ein bisschen weiter weg als direkt vor der Polizei. Guck ihn dir an! Der macht voll die Unsicherheit hier auf den Straßen. Ich kann auch nicht. Mit der Latexmaske nicht so sympathisch aus. Aber das ist so eine zu leisten, ja? Lass es sich ein bisschen anspitzen, dann passt die Sache schon. Ich bring dich um! Aber ich muss retten deine Seele, was los? Geh weg! Sie
Den Messias angegriffen. Mmh. Hau nochmal. Es gefällt ihm. Gefällt mir sehr gut. Doch hingebe. Oh Gott, so viele Autos. Also, entweder du verschwindest jetzt. Vorsicht, Vorsicht. Oder mach dir dein komplettes Leben zur Hölle. Aber dann kann deine Seele nicht gerettet werden. Wäre voll schade. Nur sieben Zentel einer Seele am Tag endet die Welt. Ich würde ihre Seele in Ruhe lassen. Du, das ist überhaupt kein Problem. Ich brauche nur Geld. Dieser Doktor Bernd? Er wird bezahlt für seine Dienste? Der kommt mir zu nah. Ich hab so Angst vor ihm. Tut mir leid, mir sind die Hände gebunden, weil die Rechnung nicht bezahlt wurde. Ist halt echt ärgerlich. Mein Gott. Ich kann mir heute helfen. Ja. Kann den jemand wegnehmen von mir? Du brauchst nur deine Seele missionieren lassen. Das ist ganz einfach. Dann ist das ganz schnell vorbei. Ich glaube, kleine Pikachu-Frau hat nicht richtig Lust auf Seelenheil. Pikachu-Frau, wieder da. Ja, also ich trockne aus, könnte man mich vielleicht kurz mal abkürzen. Jenny, du müsstest nicht hochlaufen. Und wenn du anfängst zu brennen, wissen wir Bescheid, ob du eine Seele hast oder nicht. Das ist eine gute Idee. Ja. Das ist zumindest eine Sache, auf die ich mich auch einlassen. Aber doch, Oliver. Ich meine, hat mehr Würstchen dabei, wir könnten auch eine Grillparty machen, ne? Hast du angefangen zu brennen? Oh! Oh, guck. Ich bringe dein Bitte, Handel, mit dem Flamme fliege ich auf meinen Arsch, ja? Ich hab nur eine Gitarre! Mit dir, Jenny. Weg! Der Ball hat nur eine Gitarre. Ich kann sagen, das wäre keine zu gute Idee. Die Versammlung ist aufgelöst. Ich weiß nicht, ich würde sagen, geht jetzt alle, ja? Ansonsten wird diese Frau vielleicht handgreiflich. Ist auf Unbewaffnete mit Flammenwerfer schießen nicht eigentlich eher doof? Ich meine, mich stört nicht. Ich werde gern gebräulert. Ist Teil meiner Religion. Ich werde jetzt eure ganzen Seelen reinigen. Ich werde sie verbrennen. Ich werde sie schwarz machen. Ich gebe euch 5 Sekunden. Reinigen geht nur mit Wasser. 4. Reinigen nur mit Wasser. Nur mit Wasser. Du wolltest doch einen Bomben. 1. Geht nur mit Wasser. Warum denn mich? Sie kann nicht. Sie hat nicht genug Benzin für uns alle. Sie hat nicht genug Benzin für uns alle. Geht auf sie. Umhüllt sie. Spritz sie nass! Sie kann nicht werden, wenn sie feucht ist. Oh Gott! Scheiße! Aber geht nur mit Wasser! Pikachu-Mädchen! Oh, Computer sagt, ich bin gleichzeitig Head und to Gold und Flammenwerfer. Lol. Das war seltsam. Zwei Seelen für ein Auto? Die Radler hat angeboten. Er bewegt sich. Deal. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Ich kann nicht nur bitten, sich kurz nebeneinander zu stellen, sodass ich sie umrunden kann. Ich werde sie jetzt dreimal umrunden, dann werde ich mich kurz an ihnen reiben, dann werde ich spritzen und dann ist ihre Seele gereinigt und gerettet. Wir beginnen. Spritzen? Moment, spritzen? Ich habe Angst vor Spritzen. Okay, was hast du... Das ist jetzt ich weiß, hast du für unsere Seelen ausgegeben? Lass den Mann machen, der weiß, was er tut. Sie sind getauft! Rahmen! 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 Das ist ein Omen! Er fliegt! Also, Helikopter! Vorsicht! Schaut es euch an, er hat ja einen Helikopter gelandet und ihn nicht gekutschert. Richtig! Das ist die Kraft des Lichts. Da oben spürt man es viel besser. Glaub mir, Olli. Es war mir nur ein bisschen zu warm bei euch. Ich spüre gerne das Licht von da oben, aber das war mir doch noch ein bisschen zu warm. Hör auf, mit deinem Würstchen in meinem Gesicht rumzuspringen. So einer bin ich nicht. Tschüss. Oh, der Messias! Oh Gott! Das war gefährlich. Bonjour! Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Guten Tag. Ich
Ich darf mich Ihnen kurz vorstellen, mein Name ist Florian, wir sind der Kult des ewiglichen Dodo Jesus, dem Vergangenen, für unsere Sünden gestorben, jedoch nicht tot zu kriegen, ewiglich da, also verweile und raste, werde eins für immer dem Roste zum Trotze an unserer Mission teilhaben lassen. Ja, welche Mission? Jetzt schieß mal los. In nur 17 einer Dekade an Tagen wird die Welt, so wie wir sie kennen, enden. Sie haben jetzt die Möglichkeit, für 150 Scrap oder das, was sie ihr erübrigen können, ihre Seele für immer retten zu lassen. Zahlbar ebenfalls denn? Granaten. Seht ihr, dass der Himmel gerade schwarz wird? Seht ihr das? Ich sehe nur das Licht. Das sind Nebenwirkungen. Hallo. Ja. Das ist eine Nachricht aus der Unterwelt. Eure Seelen können nicht gerettet werden. Der Tag des Untergangs steht bevor. Die Dunkelheit wird jeden einnehmen, Blut wird vergossen werden. Und es gibt keinen Kommen. What? Es gibt keinen Kommen, ihr könnt euch dem Blutbad widmen. Werdet Opfer oder Angreifer, es liegt in eurer Entscheidung. Doch eine Rettung gibt es nicht. Hallo? Was ist passiert? Ich bin kurz, hatte kurz einen Blackout. Das heißt, Sie können sich ja nicht erinnern, das ist praktisch. Es ist gar nichts passiert. Es ist auf einmal absolut dunkel geworden. Nichts. Ich habe auch nichts gesehen. Gar nichts ist überhaupt nicht passiert. Es gibt nur einen einzigen Gott und nichts anderes, was irgendwie paranormal ist, ist gerade passiert. Habt ihr was gesehen, Jungs? nein. Aber alles gefilmt, nichts passiert. Nichts passiert. Völlig geblendet vom Licht. Nichts, was irgendwie paranormal oder unheimlich oder sonst was wäre, ist gerade passiert. Nein, 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 no. Einfach no. Ja, ich war kurz weg, wahrscheinlich für eine Sekunde. Aber habe ich irgendwas verpasst? Was habt ihr gesagt? Was ist eure Mission? Ich kann meine Seele retten, oder wie? Das passiert also, durch eine schnelle, traditionelle Taufe. Ich möchte getauft werden. Ich bin nicht getauft. Ja, das ist ein sehr guter. Da müssen Sie ganz kurz nur von Ihrem Pferd absteigen. Und dann passiert das binnen weniger Sekunden. Also, wenn ich mich taufen lasse, dann natürlich nur mit meinem Pferd. Ich möchte, dass mein Pferd auch in den Himmel kommt. Absolut kein Problem, das können wir auch so erledigen. Mach aufstellen, gerne. Jungs! Okay, Freunde, seid ihr bereit, Freunde? Wundern Sie sich nicht, ich und meine Anhänger werden Sie jetzt dreifach umrunden. Im Uhrzeigersinn! Okay. Was ist mit der Musik? Das ist ein altes Ritual, da gab es noch keine Musik. Älter als die Musik ist dieses Ritual. Amen! Rahmen! Erleuchtet! So schnell geht das, damit sind Sie und Ihre Seele für immer gereinigt. Dankeschön. Und ich möchte Sie noch einmal ganz kurz darauf hinweisen, dass absolut, absolut nichts total Unheimliches passiert ist. Es definitiv ist alles in nicht. Ordnung. Es gab keinerlei paranormale Vorfälle, die irgendetwas, eine andere Entität oder einen anderen Gott als unseren bestätigen oder zulassen würden. Nichts ist passiert. Wir haben nichts gesehen, nichts gehört. Ich bin echt gruselig, Alter. Scheiße, Mann. Mach ich die Angst. Immer wenn sie nichts sagt. Ich bin dafür, wir gehen weiter. Oh, Scheiße, es fängt wieder an! Oh nein! Was ist denn hier los? Lauf! Heilige Scheiße! Mutti! Warum bringt sie? Warum nein, bringt sie alle? Sie hat Eddie getötet! Eddie! Lauf! Eddie! Oh Gott! Gehört sie zu der hier? Oh Gott! Bonjour. Das hat auch gar nichts damit zu tun. Es ist nur lediglich eine Zusatzversicherung gegen das Ende der Welt. Eine Taufe, um die Seele für immer zu retten. Also ich werde sowieso alle umbringen. Okay, aber vorher taufen lassen. Dann gilt ja, das dann? In unserer Religion als Gruppenaktivität. Bonjour. Kannst du mir helfen? Wie, wobei? Die wollen mich die ganze Zeit abspritzen. Was? Taufen. Das Wort heißt taufen. Taufen. Mit dem Wasser. Ist das überhaupt gereinigtes Wasser? Dürft ihr das überhaupt? Natürlich. Ist auch mit Gesundheitsamt abgesprochen. Ist überhaupt kein Problem. Wir sind sehr deutsche Religion. Ist alles sehr, sehr regelkonform. Aber da braucht ihr ja immer noch ihre Einverständnis, oder nicht?
Weh, deswegen können wir nicht einfach so Leute nachspritzen. Deswegen fragen wir die ganze Zeit höflich. Ah, verstehe. Verstehe. Ja, dann. Sie will ja nicht. Willst du? Nein, ne? Nein. Dann dürfte leider nicht, Das ist in Ordnung. Wir können das machen wie die Zeugin Jehovas. Das heißt, wir laufen einfach so lange hinterher, bis die Tür aufmacht. Wir sollten klopfen. Was wollt ihr? Irgendwann hört ihr auf. Hallo, wir sind hier. Wir liefern Pizza. Wir sind auf keinen Fall religiöse Fanatiker. Wir wollen niemanden taufen. Wir haben hier nur Hot Dogs. Bonjour. Können wir kurz mit Ihnen über unseren Gott, der Löser, reden? Florian, wir sind der Kult des ewiglichen Dodo Jesus, dem Vergangenen. Für unsere Sünden ausgestorben, doch nicht tot zu kriegen. Ewiglich da, also verweile und raste, werde eins für immer dem Roste zum Trotz. Einen wunderschönen guten Tag.